Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass breite Kreise in der CDU die Werteunion isolieren wollen, sie politisch tot machen wollen. Sie gehen dabei genauso vor, wie sie es bei der AfD machen. Die Werteunion wird als rechter Rand stigmatisiert, wird als unmöglich dargestellt, ohne es zu begründen oder es irgendwie oberflächlich, merkwürdig so zu begründen, dass es aber beim näheren Hinsehen nicht stichhaltig ist. Genauso wie es bei der AfD gemacht wird. Das heißt, der Werteunion, Maaßen und so weiter, denen ergeht es jetzt genauso, wie es der AfD ergeht. Es hat ihnen nichts gebracht, die Abgrenzung zu der AfD. Ich war immer der Meinung, Maaßen und die anderen hätten gleich zur AfD gehen sollen. Jetzt zeigt sich, ja, dass im Grunde sie nur nützliche Helfershelfer für die bisherigen CDUler waren. Wenn Maaßen und andere gleich zur AfD gegangen wären, hätten sie ein klares Signal gesetzt. Dadurch, dass sie nicht zur AfD gegangen sind, haben sie sich von ihr distanziert. Oder sie haben ja auch gesagt, man soll mit der AfD nicht koalieren und so weiter und so fort. Damit haben sie nur das Geschäft derjenigen betrieben, die sie jetzt auch hinausmobben. Jeder, der nicht so mitschwimmt, wie es die Grünen wollen oder wie es ja, zur Zerstörung Deutschlands hilft, anders kann man es ja nicht sagen mit der Energiepolitik und mit der Asylpolitik, kann ja nicht sein, dass unkontrolliert ständig Menschen einreisen können. Das ist völlig unmöglich, das ist einfach Irrsinn. Und jeder, der bei diesem Irrsinn nicht mitmacht, wie beispielsweise die Werteunion, die auch für kontrollierte Zuwanderung ist, für Sicherheit und den Islam vielleicht auch ein bisschen kritisch sieht, wie jeder Philosoph der vergangenen 200, 300 Jahre, jeder vernünftige Philosoph, sage ich mal, oder was eigentlich auch jeder Mensch im Koran nachlesen kann. Also jeder, der vernünftige Positionen einnimmt, wird als rechts gebrandmarkt und isoliert. Und jeder, der sich nicht zur AfD bekennt oder sich schlecht macht, der steht am Ende allein da. Erst wird die AfD kaputt gemacht und dann, wenn sie dran sind, tja, wer soll ihnen dann helfen? Ja, man kann sagen, das Mitleid hält sich in Grenzen bei der Werteunion, weil sie halt irgendwie ja, die AfD-Leute im Stich gelassen haben, die ihren Kopf hingehalten haben. Im Folgenden zeige ich euch Ausschnitte aus Hart aber fair, wo Röttgen und Elmar Brok sich eindeutig äußern. Es gibt eine Werteunion, die ein ganz anderes Verhältnis zur AfD, entspannteres haben möchte. Und sie gehört eben auch zur Union. Da hat ein Europaveteran, ja, manche sind gar nicht Mitglieder, aber sie sind stimmgewaltig. Und ein Europaveteran, nämlich Elmar Brok, der hat heute Morgen da schon Puls gehabt. Ich halte den Rücktritt für falsch in diesem Augenblick. Und deswegen ist mir nur noch schlecht. Ich bin der Auffassung, dass so etwas wie Werteunion nicht mehr in der CDU stattfinden darf. Die CDU muss klare Linien nach links und rechts ziehen. Und alle diese Gruppen, die da solche Spielchen machen wie die Werteunion, gehören nicht in die CDU. Kurze Antwort, Frau Dunz. Ist die Werteunion mittlerweile zu stark, um sie vor die Tür zu setzen? Man muss die Konsequenzen überlegen. Wollen Sie dann ein paar tausend Mitglieder hat sie jetzt? Will die CDU die ausschließen? Wie will sie das machen? Oder versucht sie vielleicht über die Werteunion dann den rechten Rand abzusichern? Also jetzt mit der Werteunion so umzugehen, dass man sie, wie einige Forderungen ja in der CDU schon erhoben wurden, dass man sie ausschließt, halte ich für die nächste Zerreißprobe, die da stattfindet. Und wenn es einen rechten Rand oder eine Gruppe am rechten Rand gibt, die Kräfte bündeln kann, die vielleicht Wähler zurückholen kann, dann würde ich mir dann anstelle der CDU noch mal überlegen, so misslich das ist. Guter Rat, Herr Röttgen? Ein wirklich schlechter Rat. Erst, ich muss mal sagen, die Werteunion mag sich ja so nennen. Sie ist keine Vereinigung, Organisation innerhalb der CDU. Sie ist nicht innerhalb der CDU. Es sind CDU-Mitglieder bedauerlicherweise. Ich plädiere für das glatte Gegenteil. Ich habe nirgendwo erkannt, wo die Werteunion irgendwo hilfreich wäre. Selbst wenn sie es wäre. Es muss aus den gleichen grundsätzlichen Erwägungen, die ich eben ausgeführt habe, eine klare politische Trennung geben. Ich glaube nicht, dass man aus verfassungsrechtlichen, rechtlichen Gründen
Union. Auch da hat die SPD Erfahrung gemacht, dass man sie ausschließen kann. Aber politisch muss es einen absolut glasklaren Trennungsstrich zu dieser sogenannten Werteunion geben. Das muss klar sein, gerade nach den jüngsten Ereignissen. Kopfnicken bei Frau Weißmann. Was von den Leuten bei der Werteunion zu halten ist, zeigt sich auch dadurch, dass sie Otte loswerden wollten. Professor Otte, ihr kennt ihn vielleicht noch aus Talksendungen. Damals mit dem Euro, da war er oft zu Gast und hat sich, finde ich, immer sehr gut geäußert. Und den wollten sie jetzt rausschmeißen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Macht's gut.